So, moin Leute, wir sind wieder da mit Sonic Generations zum zweiten Part. Herzlich willkommen, mein Name ist Lugo. Wir haben im letzten Part die Green Hill Zone absolviert, erfolgreich sogar mit beiden Sonics, sowohl dem Classic als auch dem modernen. Und ich schlag mal vor, ich zeige euch ganz kurz den Switch. So, ich habe die Musik auch ein bisschen leiser gestellt und hier kann man drauf, habe ich gerade eben herausgefunden. So, das ist der Switch mit den beiden Sonics, je nachdem, welche Welt man spielen will. Und hier ist der liebe Tails. Ich kann die Welt natürlich wieder betreten, das mache ich aber nicht, denn ich möchte vorankommen. So, gehe zurück zu alten Levels, wenn du eine neue Fähigkeit hast, um Neues zu entdecken. Okay, und was sagt... Tails ist hier gar... Doch, ich wollte schon sagen, der ist gar nicht da. Federn, die dich nach hinten abschießen, können zur Abkürzung führen. Ja, super. Ich schlage vor, ich mag da ich den Classic Sonic... Ich mache einfach jede... Stage? Nein. Sagt bitte nicht, dass es die Stage ist aus Sonic 2. Nein. Ist das euer Ernst? Oh, geil. Geile Sache. Das ist wirklich die Stage, oder? Ja, dann gehe ich mal da auf jeden Fall rein. Wechsel die Sonics, ehe du Level-Tore betrittst, um entweder Akt 2 oder Akt 2 zu spielen. Akt 1 oder. Akt 1 ist ein klassischer Side-Scroller mit einfacher Classic-Sonic-Steuerung. In den Akt 2. In den Levels von Akt 2 wechselst du zwischen 2D-Side-Scroller und 3D-Vorwärtsansicht und erlebst rasantes Plattformer-Gameplay. Hört sich geil an, du musst Akt 1 und 2 nicht der Reihe nach spielen, das ist wichtig. Akt 1 ist jedoch einfacher. Schließ einen Akt ab, um zum nächsten Level zu gelangen. Der Weg wird funkeln, bis das Level abgeschlossen ist. Das ist geile Sache. Oh, was ist das? Lies, erklär. Ah, okay, damit kann ich die Levels quasi. Super, geile Sache. So, wir machen hier weiter. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Also machen wir mal mit Akt 1 weiter und dem zweiten Level. Und ich habe so ein Gefühl, dass es das... Ja. Oh. Mal nach hinten. Ist nix. Es ist sogar die gleiche Musik. Boah, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik genau perfekt hört wie ich. Aber es ist wirklich die Musik aus dem... Oh, das Level ist sogar gleich aufgebaut. Ohne Scheiß. Ich werde mal Sonic 1 und 2 spielen. Irgendwann... Oh, Gott. Let's Playen. Irgendwann auf der Sega. Und dann werde ich euch mal zeigen... Boah, dann werde ich... Klar, es ist ein bisschen noch 3D übernommen, klar, aber an sich ist das ziemlich geil gemacht, müsst ihr zugeben. Also, wer Sonic-Fan ist, der sollte sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wow, die gibt's auch wieder. Was heißt, klar gibt's die wieder. Ist doch das alte Sonic. So, kann ich hier entlang? Ich gehe lieber nicht. Könnte gefährlich werden. Oh, okay, das war ein Checkpoint. Ich dachte schon. So, hier lasse ich mich lieber abrollen. Es laggt ein ganz klein wenig, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Der einzige Grund dafür könnte sein, dass meine Festplatte schon allmählich voll ist, weil ich ja noch einen Haufen Parts von Spider-Man habe, die ich noch rendern muss. Und ich will mir generell... Was sind das eigentlich für rote Ringe? Sind wir jetzt bei Mario? Sammle die 8 roten Münzen. Ich will mir generell eine neue Festplatte kaufen, aber Leute... Seitdem jetzt in Japan diese Tragödie war, habt ihr mal die Preise gesehen von den Festplatten? Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Das ist wirklich schlimm und ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich muss. Holy shit. Und ich wette mit euch, ich... Ah, okay, es ist kommt mir fort. Es ist klar, es ist im gleichen Stil noch aufgebaut wie Sonic 1 und 2, jedoch aber modern. Und da war wieder so eine rote Münze. Die habe ich leider verpasst. Kann ich die eigentlich holen? Bestimmt, ne? Da. Da. Ja. Da, Lubu. Lubu, da. Da, Lubu! Lubu! Oh Gott, bin ich ein Arsch. Ich bin der größte Noob, ohne Scheiß. So. Jetzt aber. Sonst ersticke ich hier. Raus damit. Hupp. Super. Hat mir nicht viel gebracht. Für die kleinen... Für die kleinen Lags zwischendurch möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich versuche das so schnell wie möglich zu beheben. So, hier komme ich nur mit einem kleinen... Wow! Instant Death! Hier komme ich nur mit einem kleinen Boost durch und hier anscheinend... Oh, ich sehe gar nichts. Ja, super! Ne? Wir sind durchs Level durch. Geile Seise. Geile Seise. Geile Seise, ja. Nein, bis Rank A hat's nicht... Doch!
Bonus! Yay, wir haben es geschafft. Super. Schöne Sache. 2 Minuten 31 haben wir dafür gebraucht. Ich denke mal, mit dem Sonic aus der Zukunft, sage ich jetzt mal, mit dem modernen Sonic, Chemical Plant. Diese 8 roten Münzen. Ich weiß nicht, werde ich einen 100% Run machen? Nee. Oh, wir können hier Amy freischalten, sehe ich das. Ist das Amy? Ein roter Sternenring. Deine Objektsammlung wächst durch rote Sternenringe. Gehe links zum Sammlungsraum, um deine neuen Objekte anzusehen. Illustration 01, 2, 3. Also, den Raum will ich jetzt mal sehen, ganz kurz. Oh, cool. Wow. Das sieht hier, das ist so ein bisschen strange gemacht. Hi, ich bin Omo. Ciao. Schließt du ein Level ab, bekommst du von mir je nach Abschlussrang Punkte geschenkt. Mit diesen Punkten kannst du hier im Fähigkeitsshop neue Fähigkeiten kaufen und dich damit ausrüsten. Ist das nicht geil? Fähigkeiten-Shop. Neue Fähigkeiten? Genau so. Standsicher. Lande, nachdem du Schaden nimmst auf den Füßen, du benötigst... Nee. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, das Ganze will nicht irgendwie... Irgendwie leckt das, kann das... Nee, das hängt irgendwie. Das, also die Übertragung ist gerade scheiße. So. B. Dieser Shop ist scheiße, der leckt einfach nur. Was ist das denn? Benutzen. Es gibt einen Nack, den du noch nicht gespielt hast. Finde ihn. Ach, das ist, wenn man nicht weiter weiß. Und das ist wahrscheinlich verlassen. Okay. Dann wollen wir mal wieder rüber. Huch, das ging mir jetzt aber zu schnell. So, nämlich Chemical. Aber das machen wir in dem Akt. So. Level spielen. Akt 2. Chemical Plant. Du kannst Kisten bewegen, indem du sie schiebst und dabei den Turbo zündest. Turbo, Turbo, Turbo. Ich liebe Turbo. Turbo. Oh, fängt ja geil an. Oh, die Musik hat sich auch verändert. Das ist cool. Wow, das ist genau dasselbe Level, nur eben in dieser anderen Perspektive und 3D. Das haben die so cool gemacht, die Leute. Also dieses Spiel. Boah, ich mag das so sehr. Vielleicht schraube ich die Musik doch noch ein wenig nach oben. Wow. Huch, das war wohl ein kleiner Fehler, oder? Oh, ich dachte schon. Kann ich eigentlich sterben? Nee, ne? Also bei dem modernen Sonic glaube ich eher weniger. Mich doch fett an den Nüssen. Das hört sich alles so stereomäßig an. Ah, jetzt wieder. Okay. Ich glaube nur im Highspeed-Modus. Diese Kisten kannst du bewegen. Stell die daneben und... Oh! Fette Scheiße. Scheiße! Wieder fette Scheiße! Ich kann nicht mal fette Scheiße sagen. Huh? Ich frage mich, ob es hier auch Super Sonic gibt, aber das werden wir wohl früher... Früher oder später herausfinden. So, das Ding da oben will ich. Oh, nein! Nein! Oh, geil. Oh, puh. Das war knapp. Scheiße. Ich will das. Genau so. Und nicht anders. Okay, rushen wir einfach durch. Scheißegal, was passiert. Oh, Wasserrutsche. Das ist heftigster Shit hier überhaupt. Wow! Ist ja fast wie bei Spider-Man. Aus dem Jahr 2099. So, kann ich eigentlich die Kamera drehen? Nee, wieso auch? Ja, cool. Ich kann so... Ah. Wow, scheiße. Da habe ich wohl die falsche Taste gedrückt. Nun gut, ich weiß gar nicht, wohin ich... Denke mal, es gibt einfach mehrere Wege. Ja, versuche ich ja. Wow. Oh oh. Ah, ich habe, glaube, eine Blase aufgenommen. Das war dieser typische Sound, wenn man eine Blase genommen hat. Da ist wieder eine, genau. Wenn man keine Luft mehr hat und das nämlich macht, dann. Wow, ich kann über Wasser. I can walk on water. Oh, meine Güte. Gibt's eigentlich auch Bosse? Dr. Robotnik ist wieder bestimmt am Start. 100 Pro. Ja, wir flitzen einfach mal. Ups. Schnell durch. Ohne... Wow.
Das geht mir schon gerade ein bisschen heftig, aber das liebe ich, dieser Adrenalinschub, sag ich mal. Bei Sonic einfach grandios. So, dann hier entlang und dann. Wusch. Boom, boom, boom. Holy shit. Also von der Perspektive habe ich das Level noch nie gesehen. Fuck, 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 fuck. Ah, ich wollte da oben hin. Scheiße. Das will ich hier. Könnte ich gebrauchen. Oh mein Gott. Ich drücke einfach mal irgendwelche Tasten. Wir haben es geschafft. In 3 Minuten 40 Sekunden. Geile Sache. Rang S bestimmt. So sieht's aus. Punkte. Super. Klasse Sache. So. Tails, was gibt's? Diese Chemiefabrik kommt mir bekannt vor. Ein Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Also das Rosa kann ich mir so durch erklären, dass jetzt Amy freigeschaltet wird. Aber das Wasser war ja auch damals schon rosa. So, wir haben einen roten Stern, Sammelstern bekommen. Irgendwann sammle ich mal alle durch wahrscheinlich. Und wir haben Amy freigeschaltet. Die Sonic so sehr vergöttert wie keine andere. Hi, I'm Amy. Ich dachte schon, ich könnte nie wieder mit dir flirten. Oh Gott. Ja, das hat er sich wohl auch gedacht. Wunderbar. So cool, dass ich mit dir rumhängen kann, Sonic. Komm jederzeit zu mir. Quickie. Okay. Wir haben 04 erhalten, so. Mal reden mit der Amy. Du hast Rang S, so muss das sein. Du weißt, wie man ein Mädchen erobert. Standard. Hey, oh. Ich bin's einfach, ja. Ha, dann hat sie sich in mich verliebt. So, aber ich mache hier auch einen Cut und wir sehen uns einfach mal im nächsten Part. Es hat mir wieder mal super Spaß gemacht. Und oh mein Gott, wir spielen Sonic Generations. Ich kann nicht glauben, ich run gerade. Ich run gerade einfach durch. Also wenn ihr beim ersten Part Kommentare schreibt, die beim zweiten Part nicht erfüllt wurden. Es tut mir leid, ich nehme das gerade am Stück alles auf, ungefähr. Daher bitte keine böse Kritik, ja. Ansonsten, haut rein wieder mal. Ich war's, euer Lubu. Ich war's, ja. Ich bin's, euer Lubu. So schaut's aus. Und viel Spaß beim Gucken. Und schaut meine anderen Videos, ja. Ist wichtig.